Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Let's Play Dead by Daylight. Und heute, ihr werdet es gleich sehen hier unten, spielen wir Version 2.6.0 im Public Test Build. Das habe ich ja schon in den letzten Videos angekündigt, dass wir uns den neuen Killer anschauen werden. Eigentlich hatte ich ein paar Punkte angesammelt für den neuen Killer, um ihn im Testbild auch schon etwas ausführlicher spielen zu können. Allerdings ist es so, ich zeige es euch kurz. Aktuell habe ich als Spieler Level 60, das heißt, das ist schon einiges zurück, dass hier ein Punktestand genommen wurde. Die haben also irgendeinen, ich sag mal sporadisch, ich weiß nicht welches Datum sie genommen haben, haben sie halt den Punktestatus von da genommen, und da hatte ich nicht sehr viele Blutpunkte und auch scherbentechnisch, ich glaube, das muss so die Zeit gewesen sein, wo ich mir das Schulmädchen-Outfit für das Gespenst geholt habe und auch das Gespenst gerade wieder hochgelevelt habe, weswegen ich hier nicht viele Blutpunkte nun habe im Public Test Build. Ich konnte aufgrund von einigen öffentlichen Runden mich jetzt auf Stufe 7 hochleveln, hab aber mit ihr noch nicht viel, mit der Seuche Adiris, so dass auch die öffentlichen Runden, die ich mit dem Killer spiele, es ist halt irgendwie schade. Der Public Test Build ist ja eigentlich dafür da, die neuen Charaktere zu testen, die neuen Perks zu testen. Das scheint den Überlebenden allerdings egal zu sein. Also ich sehe selten die neue Überlebende. Man hat hier die blutigen Max und Neas und was weiß ich was. Und man wird halt geloopt ohne Ende. Man hat gar nicht groß die Möglichkeit, den Killer richtig zu testen, weil schon direkt Druck aufgebaut wird. Ich war auch ein bisschen spät dran. Die Leute haben sich wahrscheinlich hier schon umgeguckt und fangen jetzt wieder an, ein bisschen die neuen Leute zu trollen. Und ganz ehrlich, darüber möchte ich kein Video machen. Ich finde das einfach unangebracht im öffentlichen Testbild. Deswegen werde ich das nachher in einer privaten Runde mit Freunden zeigen, wie sie genau funktioniert. Und werde dann auch zeigen, welche Zusammenstellung ich reinnehmen werde. An dieser Stelle möchte ich euch allerdings erst einmal, und dafür gehe ich natürlich direkt in den Töte deinen Freunde-Bildschirm, an dieser Stelle möchte ich aber erst einmal euch erklären oder euch zeigen, euch vorlesen, was ihre Stärke ist und ihre persönlichen Perks dann nochmal erklären, bevor wir gleich in eine Runde gehen. Wir haben ihre Stärke, das ist die Reinigung der Bösartigkeit. Halte die Stärke-Taste gedrückt, um Reinigung der Bösartigkeit aufzuladen. Sobald du die Taste loslässt, wird ein Strahl aus infektiösem Sekret verspritzt. Das ist liebevoll ausgedrückt in... Es ist eher so, dass wir die Leute ankotzen. Ein Überlebender, der von diesem Strahl getroffen wird, erleidet eine Infektion. Die Intensivität der Infektion hängt vom Treffer durch den Strahl ab und kann durch Herumlaufen und Interaktionen verstärkt werden. Objekte in der Umgebung werden ebenfalls für eine kurze Dauer infiziert, wenn sie vom Strahl getroffen werden. Man kann also auch gezielt Gegenstände wie Kisten, Generatoren, Totems, Paletten quasi ankotzen, sage ich jetzt mal, um diese für kurze Zeit zu infizieren. Und jeder Überlebende, der damit interagiert, der steckt sich halt an. Die erste Stufe der Infektion zwingt den Überlebenden, sich zu übergeben, und er wird verletzt. An dieser Stelle muss ich schon mal sagen, das stimmt hier bei der Beschreibung nicht. Die erste Stufe vergiftet lediglich, oder man hat halt die Infektion, verletzt wird man da noch nicht. Es läuft ab dann aber allerdings ein Timer, also die Vergiftung nimmt zu, je stärker, also wenn man rennt und ja, nochmal angekotzt wird, dann nimmt das natürlich stärker zu, ansonsten nimmt es halt eher langsam zu, so bis man dann in die zweite Stufe der Infektion kommt. Aber auf Stufe 1 ist man noch nicht verletzt, sondern erstmal nur infiziert. In der zweiten Stufe muss der Überlebende sich weiterhin in unregelmäßigen Abständen übergeben, wird verletzt und erleidet den Status Gefekt gebrochen.
erbrochen. Ich bin schon so hier beim Kotzen. Außerdem übertragen sie in der zweiten Stufe ihre Infektion auf andere Überlebende und auch an Objekte in der Umgebung, mit denen sie interagieren. So, ab Stufe 2 ist man verletzt und gebrochen. Und gebrochen, den Statuseffekt, den habe ich ja schon mal erklärt. Das bedeutet, dass man sich nicht heilen kann und auch nicht geheilt werden kann. Ähnlich wie bei Kein Gejammer, der Perk von David King. Oder halt die Zeit nach der Selbstbefreiung von Adam Francis. So, und hat man diesen Status erreicht, dann infiziert man Gegenstände, mit denen man interagiert. Das heißt, andere Überlebende würden sich an diesem Gegenstand auch wieder infizieren. Auch das bleibt wieder nur ein paar Sekunden, nachdem der Überlebende aufgehört hat, damit zu interagieren. Kann aber auch andere Überlebende anstecken, die dann erstmal Infektionsstufe 1 erleiden. Infizierte Überlebende können ihre Infektion vollständig beseitigen, indem sie mit einem Vorrat Hingabe interagieren. Dieser Vorrat ist dadurch jedoch für die Nutzung durch andere Überlebende blockiert. Sind alle Vorräte Hingabe gleichzeitig verdorben, werden sie automatisch wieder sauber. Vorrat Hingabe ist wieder so eine fragliche deutsche Übersetzung. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wie es im Originalen heißt. Es sind, ich sag mal, so kleine Brunnen, die auf der Karte stehen. Da müssen wir gleich mal schauen, wie viele überhaupt pro Karte vorhanden sind, ob das von der Anzahl der Überlebenden abhängig ist oder ob es da eine feste Anzahl gibt. Auf jeden Fall kann man an diesem Brunnen, wenn man damit interagiert, seine Infektion beseitigen. Jetzt ist es allerdings so, und ich hoffe, das wird auch noch später, wenn der DLC dann wirklich erscheint, geändert. Aktuell ist es so, dass man nicht nur die Vergiftung los wird oder die Infektion los wird, sondern man auch gleichzeitig geheilt wird. Und das finde ich ein wenig zu stark und ja, auch übertrieben. Wenn wir jetzt das mal vergleichen mit dem Wahnsinn des Doktors, wenn man da auf 3 ist und man beruhigt sich, heilt man sich auch nicht. Oder man wird die umgekehrte Bärenfalle des Schweins los, das heilt einen auch nicht. Also ich finde, diese Schreine, Brunnen, Vorrathingabe, wie es hier genannt wird, sollte lediglich dazu dienen, die Infektion aufzuheben und nicht eine Heilung noch dazu bringen. Dass man wieder komplett gesund ist, das finde ich da ein wenig übertrieben. Warum sollen sich Wunden dadurch schließen? Aber okay, ich hoffe, es findet noch seine Änderung nachher im Spiel. Aktuell ist es so, dass man sich damit auch gleichzeitig heilt. Die Seuche kann das Verderben aus einem Vorrat Hingabe aufnehmen, der zuvor von einem Überlebenden genutzt wurde. Damit wird das Verderben aus dem Vorrat entfernt und der Vorrat verändert sich von Reinigung des Verderbens zur Reinigung der Bösartigkeit. Letztere verursacht bei Überlebenden, die von dem Strahl getroffen werden, sofortigen Schaden, jedoch keine Infektion. Dieser Effekt hält nur eine kurze Weile an. Also jedes Mal, wenn ein Überlebender mit so einem Brunnen oder Vorrat Hingabe interagiert, kann er diesen nicht mehr nutzen. In diesem Augenblick sehe ich als Killer allerdings die Aura dieses Brunnens. Ich bleibe jetzt bei Brunnen. Ja, also wir sehen dann quasi die Aura dieses kleinen Brunnens und können daraus trinken oder was wir auch immer damit machen oder die Stärke aufnehmen, das Verderben aufnehmen und dann haben wir ein kurzes Zeitfenster. Ich weiß gar nicht genau, wie lange das ist. Es steht ja auch nirgendwo angegeben. Ich schätze aber mal, es sind 30 bis 60 Sekunden, die wir nun in der wir unsere Stärke nutzen können, um Gegner damit zu verletzen und nicht zu vergiften. Das heißt, es ist so eine Art Fernkampfattacke. Wenn wir also jetzt andere Überlebende anbrechen werden oder ankotzen, dann werden diese verletzt und vom Verletzten natürlich auch in den Todesstatus versetzt. Also wie eine richtige Attacke. Das ist ihre Stärke. Dann spreche ich nochmal kurz die Attribute an. Sie ist mit 4,6 Metern pro Sekunde so schnell wie ein normaler Killer, hat auch einen normalen Terrorradius von 32 Metern und ist ein großer Killer. Und ich würde sogar fast behaupten, dass sie mit ihrem Kopfschmuck sogar der größte der Killer ist. Also wenn man den Kopfschmuck dazu zählt, das heißt, sie ist sehr gut von Weitem zu erkennen.
Dann möchte ich noch gerne ihre drei Perks erklären, die sie drin hat. Die setze ich hier auch nochmal ein, dass wir auch die Stufe 3 dazu sehen. Da haben wir einmal die dunkle Hingabe. Da haben wir einmal die, wo ist es da? Infektiöse Angst. Und zu guter Letzt ist dann dort noch korrupte Intervention. Was diese Perks bringen und wann sie sich freischalten lassen, erkläre ich jetzt auch nochmal kurz. Auf Level 30 wird korrupte Intervention freigeschaltet. Deine Gebete beschwören eine dunkle Macht, welche die Überlebenschancen der Überlebenden verringert. Drei Generatoren, die am weitesten von dir entfernt sind, werden vom Entitus zu Beginn der Runde für 80 Sekunden blockiert. In dieser Zeit können die Überlebenden diese Generatoren nicht reparieren. Das heißt, in den ersten 80 Sekunden sind drei Generatoren schon mal nicht reparierbar durch die Überlebenden. Diese werden uns auch als weiße Aura dann angezeigt, wenn wir den Killer spielen. Und das steigert sich halt auf Stufe 3 auf 120 Sekunden, die diese Generatoren blockiert sind. Ich nehme also an, dass auf Stufe 2 die Dauer 100 Sekunden beträgt. Dann haben wir als zweiten Perk die infektiöse Angst. Die Schreie der Ungläubigen lassen dein Herz einen Sprung machen. Alle Überlebenden, die sich innerhalb des Terrorradius des Killers befinden, während ein anderer Überlebender durch deinen Grundangriff den Sterbestatus erleidet, schreit auf und gibt den Killer somit für 4 Sekunden seine Position preis. Das heißt, schlagen wir jemanden nieder mit unserer normalen Attacke, also durch diesen nicht mehr infektiösen, sondern tödlichen Strahl oder durch einen Axtwurf oder mit der Kettensäge, also egal mit wem man diesen Perk ausrüstet, wäre das nicht aktiv. Es muss tatsächlich die Grundattacke sein. Wenn wir dann einen niederschlagen, schreien die anderen Überlebenden in Terrorradius auf und verraten somit ihre Position und das für 4 Sekunden auf Stufe 1 und auf Stufe 3 sind es 6 Sekunden, demnach auf Stufe 2 für 5 Sekunden. Und als letzten Perk haben wir noch die dunkle Hingabe, die zur Schaustellung deiner Macht erzeugt eine turbulente Panik, die sich im ganzen Land ausbreitet. Du suchst einen Überlebenden heim. Nutzt du deinen Grundangriff, um den Zustand besessen zum Zustand verletzt zu prügeln? Also, ist ein bisschen blöd beschrieben, also sobald wir unsere Obsession verletzen, strahlt die Besessenheit einen Terrorradius von 32 Metern aus, und zwar für 20 Sekunden. In dieser Zeit wird dein Terrorradius auf 0 verkleinert. Dieser Effekt kann nur einmal alle 60 Sekunden ausgelöst werden. Die Besessenheit hört den ausgestrahlten Terrorradius für diese Dauer. Das heißt, wir übertragen unseren Terrorradius durch diese Attacke für die nächsten 20 Sekunden auf unsere Obsession. Diese hat nun den Terrorradius und wir haben einen Terrorradius von 0. Das kann je nach Situation sehr, sehr stark dann sein. Die Besessenheit wird wahrscheinlich darüber eine Information kriegen, dass sie nun den Terrorradius hat. Auf jeden Fall ist es ja erkennbar, dass er dann dauerhaft den Terrorradius hat. Und wenn er sich umschaut und wir nicht in der Nähe sind, dann weiß er Bescheid. Aber für die anderen Überlebenden haben wir halt einen Terrorradius von 0 und somit ist ein heimliches Anschleichen möglich. Wobei das bei ihr wohl schwerfallen wird, bei ihrer auffälligen Größe. Aber auf Karten wie das Gedenkinstitut in Larry's oder das Spiel in der Gideon Fleischfabrik, da kann das schon sehr, sehr stark sein. Oder auch in gewissen Kartenbereichen, bei Macmillans zum Beispiel, wo man auch nicht unbedingt direkt sieht, dass ein Killer um die Ecke kommt. Also je nach Karte und Situation kann dieser Perk sehr stark sein. So, und auf Stufe 1 ist es so, dass der Cooldown-Effekt 60 Sekunden beträgt. Ich glaube, oder schaue jetzt nochmal, auf Stufe 3 hat der Cooldown-Effekt nur noch eine Dauer von 30 Sekunden. Alle anderen Werte bleiben gleich. Das heißt, auf Stufe 2 wird der Cooldown-Effekt auf 45 Sekunden sein. So, jetzt ist die Frage, übertragen wir wirklich nur unseren Terrorradius oder ist das abhängig vom Killer? Wenn ich jetzt einen Killer nehme, der nur einen Terrorradius von 24 Metern hat und diesen Perk nutze, ob die Obsession dann trotzdem 32 Meter Terrorradius hat. Wir haben dann zwar nach wie vor 0, aber ob die Größe des Terrorradius dadurch beeinflusst wird. Und soweit ich weiß, sind alle Sachen, die im Terrorradius gelten, für den Killer dann auch auf den anderen übertragen. Das heißt, solche Sachen wie
zermürbende Präsenz kann dann zum Beispiel stark werden oder auch als Legion, wenn auf einmal ein Überlebender den Terrorradius hat und wir in der wilden Raserei sind. Das müsste man mal austesten, ob das da auch so seine Auswirkungen hat. So, das sind auf jeden Fall ihre drei Perks. Ich werde gleich in eine private Runde gehen mit Freunden. Ich glaube, heute werde ich allerdings nur zwei dabei haben, was ein wenig schade ist, aber im Public Testbild habe ich mich vorhin eigentlich nur gequält und es hat nicht sehr viel gebracht. Wir werden sehen, was ich oder wie viele Leute nachher da sein werden, mit denen wir dann hier ein, zwei Runden spielen können und ich euch das hier präsentieren kann. Ich werde, bevor ich die Runde starte, dann nochmal die drei Perks werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich werde, glaube ich, als vierten Perk, was nehme ich denn da rein? Das überlege ich mir nachher noch, genau wie die Add-ons, denn da haben wir ja auch wieder einiges. Das muss ich mir dann nachher mal in Ruhe durchlesen. Werde euch dann aber natürlich sagen, was meine Zusammenstellung ist. Als Opfergabe kommt auf jeden Fall das Memento Mori aus Ebenholz rein, damit ich euch auch das Memento Mori der Seuche Adiris zeigen kann. Gut, dann sehen wir uns gleich in einer privaten Runde gegen Freunde wieder und werde dazu dann noch einiges sagen. So, dann habe ich hier jetzt mal eine Zusammenstellung. Ich nehme natürlich die drei Perks rein von der Seuche, wie schon vorhin erwähnt. Nehme noch diesen Perk rein, den ich jetzt nicht laut vorlese. Könnt ihr nochmal kurz drüber schauen, was dieser Perk bringt. Könnt auch gerne Pause machen, ist ja sehr viel Text. So, und als Add-on nehme ich das Anhängeramulett mit, das erhöht deutlich die Dauer von Reinigung des Verderbens. Das heißt, unser tödlicher Strahl oder der Strahl, der verletzt und nicht vergiftet, der hält etwas länger an. Außerdem spiele ich noch den aschgrauen Apfel. Damit starte ich die Runde mit einem verdorbenen Vorrat Hingabe und ich erhöhe leicht die Infektionszeit bei Objekten. So, und als Opfergabe natürlich das Memento Mori aus Ebenholz, um das Memento Mori an dieser Stelle zu zeigen. Wir haben Flöchen als Claudette und Kevriri als die neue Überlebende Jane Romero. Auch auf den Überlebenden werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen, werde euch da einige Sachen zeigen. Und auch da werde ich euch die Änderungen des Entscheidungsschlags präsentieren. Jemand erhöht das Glück und der andere erhöht den dunklen Nebelschleier. Ich habe jetzt natürlich keine besondere Karte eingestellt, das ist aber jetzt auch egal. Es geht jetzt hier um das Gameplay als Killer. Dann kann ich euch die Karte nachher auf Seiten der Überlebenden nochmal zeigen. Um ehrlich zu sein, habe ich es vergessen. Aber egal, vielleicht landen wir ja auch auf der neuen Karte, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. So, wie erwähnt, diese Brunnen können die Überlebenden ja nutzen, um, wir sind in der Grundschule. Adiris geht zur Schule. Das ist die strenge Direktorin hier, die haut euch alle mit der Kelle. So, da hinten haben wir nämlich schon den ersten verseuchten Brunnen. Jetzt ärgern wir erstmal Regina, die kann das Geräusch nämlich nicht ab. Dann schauen wir mal, wo die sich rumtreiben. Die beiden Lumpen. Und solange wir diese weißen Generatoren sehen, können diese nicht repariert werden. Die sind ja jetzt noch vom Entitus blockiert. Wir sehen den Timer auch unten bei den Perks. Irgendwie bin ich gerade zu blind, jemanden zu sehen.
So, jetzt können alle Generatoren wieder repariert werden. Wer stellt denn einen Brunnen neben einen Krankenwagen auf? Keinen Sinn. So, kotzen wir Kevin mal an. Auch die Regina wird ein bisschen angekotzt. So, das Geräusch heißt, dass jemand seine Vergiftung losgeworden ist. Und dass dieser Schrein nun von uns verwendet werden kann. Und damit verrät der Überlebende so gesehen auch seine Position. Denn diesen Schrein, den sehen wir ja. Wieso kommen wir hier auf einmal nicht mehr durch? Okay. Den sehen wir ja weiß hervorgehoben. Dass wir diesen jetzt nutzen können. Und es dauert eine Zeit, bis man das sieht. Ah, nee, da oben ist einer. Okay. Na, ja, da haben wir nichts. Jetzt ist es leider wieder nur Gift. Da ist die Zeit schon wieder vorbei. Dürfte dazu führen, dass der Retter, wenn er jetzt in der nächsten Zeit direkt hingeht, sich vergiftet. Na? War ein blöder Platz für so einen Brunnen hier. Schnapp. Da sind noch Raben gerade geflogen.
Ja, wie oft müssen wir den denn ankotzen, bis er hier gebrochen wird? Da, da ist er. Wie gesagt, die Vergiftung nimmt ja auch durch Rennen zu. Da hinten war auch schon der andere Überlebende. Und wieso ist hier kein Durchgang im Zaun? Ist das schon die Mauer nach Mexiko von Donald Trump hier oder was? So. Dreht mal unten den Generator. Hopp. Da kommt die gute Regina zur Hilfe. Ja, hier ist er seine Vergiftung losgeworden und ich habe auch noch die Kratzspuren gesehen. Da sind noch wieder welche. Und hier sind Raben. Da, da habe ich doch ihn gesehen. Dann zeige ich an dieser Stelle auch mal das Mori. Und Kevin war gerade hier zugucken. Wo ist er denn? Rrrri. Ist der kleine Kevin. Da ist der kleine Kevin. Können wir auch auf Niedergeschlagene kotzen? Ja, das können wir auch. Damit hat er nicht gerechnet. Mit dem aufgezehrte Hoffnung Perk. Deswegen präsentieren wir direkt mal das Mori am neuen Überlebenden. Na,
Ehrlich gesagt sah sie gerade so ein bisschen aus, als würde sie es genießen, angekotzt zu werden. Okay, das war jetzt die Seuche Adiris im Einsatz. Gut, dann zeige ich euch das Ganze mal aus Sicht der Überlebenden. Dann zeige ich euch an dieser Stelle einmal die neue Überlebende, Jane Romero. Ich erkläre nur kurz die Perks hier noch. Einmal werde ich den Entscheidungsschlag von Laurie reinnehmen, denn dieser hat sich durch den PCB und wird wahrscheinlich auch mit Version 2.6, wenn sie offiziell erscheint, verändert. Nämlich ist der Entscheidungsschlag nun für jeden nutzbar, nicht nur für die Obsession, direkt nach Aufheben. Allerdings ist es so, dass man ihn erst nutzen kann, wenn man bereits am Haken hing und nach der Rettung dann auch nur für die nächsten 60 Sekunden. Werden wir dann wieder vom Killer erwischt und er hebt uns hoch, dann fällt der Fähigkeitscheck an, wie man ihn kennt. Er ist auch etwas vereinfacht worden, das heißt, die Erfolgszone ist etwas größer als vorher und wir würden damit den Killer für 3 Sekunden betäuben und uns aus dem Griff des Killers befreien. Allerdings ist es so, wenn wir das nutzen und wir nicht die Besessenheit in der Runde sind, werden wir zur Besessenheit. Das heißt, alle Negativeffekte, die der Killer eventuell für die Obsession parat hat, die treffen dann auf uns zu. So, dann haben wir hier noch den Perk Frontal. Den zeige ich euch nachher im Spiel, wie der genau funktioniert. Wenn wir uns für 3 Sekunden im Schrank verstecken, haben wir die Möglichkeit, den Killer zu betäuben, wenn er am Schrank vorbeigeht. Da möchte ich nachher auch eine gewisse Situation einfach mal austesten. Mit Selbstsicher hinterlassen wir für die nächsten 10 Sekunden keine Kratzspuren, sobald ein Generator repariert wurde. Und dann haben wir noch Solidarität. Jedes Mal, wenn wir einen anderen Überlebenden heilen, ohne die Nutzung eines Sanikastens steht hier, das heißt, den sollte ich nur für mich hier nutzen, dann heilen wir uns gleichzeitig auch mit einer Wandelrate von 50%. Das testen wir gleich auch mal und dann starten wir jetzt die Runde zusammen mit Kevin in der weißen Bluse gegen die kotzende Regina. Die natürlich ihr Mori eingepackt hat. Natürlich! Wieso auch nicht? Ja, dann sieht man es nochmal aus der anderen Sicht, wobei ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, aber du hast bestimmt die Karte nicht geändert, oder? Nein, mal wieder nicht. Ist nicht weiter schlimm. Da hättest du mich am besten doch vorhin nochmal unterbrochen, aber ja, machen wir es jetzt ohne. Mal schauen, wo wir jetzt landen. Du hast so schön erzählt. Ja, danke. Aber guck mal, selbst ohne es einzustellen, haben wir die neue Karte, der Tempel der Reinigung, der auch im Roten Wald angesiedelt ist. Die Frage ist natürlich, treffen wir im Tempel auf Indiana Jones? Oder vielleicht auf Lara Croft? Nee, ist ja gar keine drin. Jetzt etwa beide im Tempel? Ich könnte nur für mich sprechen. Also ich bin in keinem Tempel. Das ist schon einfach nicht am Arbeiten, oder wie? Immer. Mir ist übel. Auf wen willst du denn jetzt schon wieder brechen? Auf wen? Auf alles. Ah, das ist jetzt eigentlich mal die Idee, diesen Generator hier zu machen, oder? Dann komme ich runter. Herr Kefriri.
Verräter! Das fühlt sich aus. Na, 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 na. Anschauen. Das, hey. Das hat schon mal geklappt im Vorbeigehen. Das ist sehr interessant. Ah, ihr seht es auch. Ich bin trotz Entscheidungsschlag gar nicht die Obsession, merke ich gerade. Ja, Mensch! Nicht in den Keller. Nö. Nö, nicht in den Keller. Ach so, du musst eh noch kurz warten. Ich will ja was austesten. Wo sind sie denn her? Ja, genau. Jetzt kannst du mal versuchen, in den Keller aufzuhängen. Du bist in den Keller. Nee, hat nicht geklappt, ne? Nein, hat nicht geklappt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es schon aktiv war. Probieren wir es nochmal. Wir können es gerne nochmal ausprobieren, wenn der Herr nicht hier wiggelt. Ja, komm, geh nochmal hoch. Und jetzt komm mal mit ihr runter. Jetzt kannst du mit ihr runterkommen. Mein Perk ist aktiv. Ah, wieso hatten sie das jetzt nicht schnell gemacht? Mann, nochmal. Oh. Auch aufgehängt werden. So. Willkommen. Ja. Und? Ja, das klappt. Das klappt. Hast du mich kurz an? Kannst du mich mal hauen? Ich wollte das ja noch testen jetzt oder präsentieren. Mit dem Heilen, aber das Problem ist, jetzt ist Kevin natürlich vergiftet. So kann ich ihn ja gar nicht heilen. Ja, jetzt müsste auch Kevin nochmal geschlagen werden. Was du alles wünschst. Ja, wir wollen es ja auch so ein bisschen zeigen. Ihr müsst euch schon von mir schlagen lassen. Ich seh dich nicht. Ihr findet dich ja ganz schön. Ich bin an der Hütte. An der kleinen Hütte? Wo ist denn hier die kleine Hütte? Da hinten in der Ecke. Ja. Ich könnte hier einen Generator machen, wenn ihr wollt. Hauen Sie den Unverletzten. So, und jetzt schauen wir mal. Ich sehe auf jeden Fall nicht, dass bei mir gerade was passiert. Aber eigentlich... Du hast den Terrorradius, ja genau. Ja, ich war gerade auch geheilt. Okay, das klappt sehr gut. Kann man jetzt auch gut den neuen Pack von der Kinderin sehen. So, ich renne jetzt mal ein bisschen der Seuche hinterher. Ich will angekotzt und niedergeschlagen werden und aufgehangen werden, um auch mal den Entscheidungsschlag zu zeigen. Oh, jetzt ist die Kotze ätzend. Kann man ihr ins Dekolleté gucken? Jetzt weiß ich, was ihr meint. Das Flüstern ist heftig, ne? Ich bin hier. Ja. Ah!
Nee, nee, noch kannst du mich nicht töten. Ich muss erst hängen. Ich wollte dich auch noch nicht töten. Ah, okay. Und du sollst mich auch aufhängen. Ich soll? Ja, das sollst du. So, und jetzt läuft unten der Timer für den Entscheidungsschlag. Wir baden uns in Erbrochenem. So. Nicht töten, aufheben. Ich will das ja noch zeigen. Hä? Ich habe ihn getroffen und wurde nicht befreit. Bin aber zur Obsession geworden. Das ist ein Fehler. Was? Ja, ich habe den Check getroffen, aber er hat nicht dazu geführt, dass ich aus deinem Griff befreit wurde. Aber ich bin jetzt die Obsession. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Wieso hat denn das gerade nicht geklappt? Eine gute Frage. Vor allen Dingen kann ich ihn jetzt nicht nochmal nutzen. Das scheint ein Bug zu sein. Ich habe den Check getroffen, habe die Punkte dafür bekommen, aber wurde nicht aus dem Griff befreit, bin aber aktuell jetzt die Obsession. Hab doch hier einen Kotzstrahl gesehen. Nein, das war noch nicht aktiv. Kannst du doch nicht machen. Und wie das geht. Hey, nee. Ich kann nicht... Ah, du bist im Weg. Ja, damit muss man als Killer rechnen. Du kannst mich ruhig fallen lassen. Dann kannst du mich töten, wenn du R drückst. Ich hing ja schon. Aber hin. Der steht doch hier direkt daneben. Schrank? Geht doch keiner. Was meinst du mit steht direkt daneben? Ja, oh. Halte doch! Ich lasse euch die Chance. Sonst bringe ich die um. Was? Willst du mir in den Nacken kacken? Nein! Sieht schon lustig aus, dieses im Kreis kotzen hier. Kannst du hier mal eine Palette benutzen? Du kriegst Ohrfeigen. Klatsch, klatsch. Hier. Nö. Doch, hier. Nö. Nöt? Macht mir eindeutig zu viel Krach. Gar nicht wahr. Das war sie. Ihr habt's beide gemacht. Falscher Schrank. Falscher Schrank. Falscher Schrank. Was jemand drin? Hey! Was macht der hier für Quatsch? Wo nicht? Nicht mit mir.
Das klappt echt gut mit der Befreiung. Also das muss man echt sagen. Verbrenn dir nicht den Dutt. Sie haben meinen Koffer? Ja. Boah, bist du groß! Das Mori wird sich aufgehoben. Wieso? Ich will doch nur... Ich möchte doch nur das schön zeigen. Eine Schaulustige steht daneben. Nein, Schwester. Was hast du getan? Ach, Kevin hat noch gar nicht gehangen. Deswegen konntest du gar nicht töten. Ja. Ja, also so sieht der Killer dann aus. Okay, das mit dem Entscheidungsschlag scheint ein Bug zu sein. Dass man ihn trifft und trotzdem nicht sich befreit. Aber ich wurde zur Obsession mit dem Treffen des Schecks. Normalerweise befreit man sich auch. Aber das Retten anderer Mitspieler durch die Betäubung mit dem Schrank, mit dem Perk Frontal, scheint sehr gut zu klappen und gerade im Kellerschrank sehr effektiv zu sein. Ja, könnte ein sehr, sehr starker Perk werden. Wir werden es sehen. So, damit habe ich euch den Killer gezeigt, habe euch auch die neue Überlebende gezeigt. Das alles erstmal nur ein Public-Testbild. Das heißt, dass einige Sachen nachher im DLC, wenn es erscheint, vielleicht dann doch noch geändert werden könnten. Gut, so viel für heute. Ich verabschiede mich damit von euch. Wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute, euer Rönne.